Sehr geehrter Herr Günther, sehr geehrte Frau Minister, Gäste und Ehrengäste dieses Neujahrsempfangs, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier zu sein, aus vielen Gründen. Der eine Grund ist die über Jahrzehnte schon gehende Beziehung mit Herrn Günther. Der andere ist, dass ich als Hochschullehrer jetzt an der Universität Ulm natürlich auch eine besondere Liebe zur Universität im Laufe meines Lebens entwickelt habe. Und so ein Neujahrsempfang ein guter Augenblick ist, um diese Liebe zu thematisieren. Universitäten sind etwas Wunderbares. Sie sind ein Ort, in dem junge Menschen sich transformieren in Akteure des Neuen, in eine Welt, wo mit Kreativität Dinge passieren, die vorher unvorstellbar waren. Das mitzuerleben ist eine Freude. Es macht den Kern des Menschen aus, dass er über diese Kreativität verfügt. Und aus ethischer Sicht ist vielleicht das Wichtigste, was eine Gesellschaft leisten sollte, dass sie die Potenziale ihrer Menschen hervorbringt. Diese Potenziale sind vielfältig, die liegen nicht nur in der Wissenschaft, die liegen auch im Sport, die liegen in der Kunst. Der Mensch ist ein hochkomplexes, sensomotorisches Wesen mit vielen Dimensionen, aber die wissenschaftliche Potenz ist eben auch eine, und die hervorzubringen, das ist eine wesentliche Aufgabe der Universität. Wenn man versucht, dem nachzuspüren, was da passiert, wenn man sich auf der Ebene des Gehirns und in der Kreativitätsforschung anschaut, welche Mechanismen da wirken, da kommt man irgendwann darauf, dass im Wesentlichen wir in Kooperation mit anderen das Neue hervorbringen. Und es gilt das Bild, wir sind alle Zwerge auf den Schultern von Riesen. Das heißt, was immer wir hervorbringen, bringen wir insbesondere deshalb hervor, weil so viele Generationen vor uns das Fundament gelegt haben, auf dem wir dann jeweils aufbauen. Was wir als Einzelperson hervorbringen, im besten Fall sind ein paar gute Ideen. Aber wenn genügend viele Leute ein paar gute Ideen im Leben hervorbringen und die Gesellschaft in der Lage ist, diese vielen guten Ideen miteinander zu verknüpfen, dann kann daraus wirklich Großartiges entstehen, und unsere Zivilisation verdankt ihre Blüte genau dieser Art der Kooperation, immer in einer Bescheidenheit, dass zwei, drei richtig gute Ideen im Leben schon eine Menge ist. Es gibt viele, die verbringen ihr ganzes Leben an der Universität und es war nicht eine solche Idee dabei. Aber das muss auch nicht schlimm sein, weil es müssen genügend sich bemühen, damit ein paar, zwei, drei Ideen hervorbringen. Also in dem Sinne ist auch eine gewisse Bescheidenheit in diesem Prozess durchaus in Ordnung. Und es ist in Ordnung zu akzeptieren, dass es sehr, sehr lange dauern kann, bis eine wirklich gute neue Idee entsteht. Für die Mathematiker hat Hilbert ein großes Programm im Jahr 1900 formuliert. Also im Jahr 2000 waren dann 100 Jahre rum. Es waren die 10 großen Hilbertschen Probleme. Sie abzuarbeiten hat ein Jahrhundert gedauert. Das bedeutet auch, dass zu viel Drängen auf schnelle Erfolge bei richtig schwierigen Fragen meistens nicht zielführend ist. Ich finde auch ganz interessant, wie Einstein zu seinen fundamentalen Erkenntnissen gekommen ist. Er saß in einem Patentamt in Bern und er hat immer wieder gesagt, wie hilfreich es war, dass er in diesem Patentamt seine Ruhe hatte und nicht dauernd irgendwelche Exzellenzprogramme abarbeiten musste. Ja? Er musste auch nicht dauernd zertifiziert werden und er musste auch nicht dauernd Formulare ausfüllen, was er da gerade macht, sondern er konnte in Ruhe nachdenken, und richtig schwierige Fragen brauchen eben ihre Zeit.
Nun, wir haben in dieser Art von Konstellation es sehr weit gebracht und wir können die moderne Zivilisation als Ausdruck dieser Leistung sehen. Wir haben nur das Problem, dass, obwohl wir es so weit gebracht haben, wir mehr Probleme haben als je zuvor. Das heißt, alle unsere Erfolge haben nicht zur Folge gehabt, dass wir jetzt unsere Probleme loswerden, sondern wir sind konfrontiert mit einer Bevölkerungsexplosion auf diesem Globus. Wir haben in weniger als 50 Jahren die Zahl der Menschen von 3 auf 7 Milliarden mehr als verdoppelt. Wir werden im Jahr 2050 wahrscheinlich bei 10 Milliarden Menschen sein. Wir sind in einem Prozess der Degradierung wesentlicher ökologischer Ressourcen und erzeugen uns ein Weltklimaproblem. Wir verkraften gerade eine Weltfinanzkrise. In einem gewissen Sinne arbeiten wir ein Desaster nach dem anderen ab. Und das ist auch kein Spiel. Wir sind zwar im Moment in Deutschland in einer insgesamt guten Situation, aber die Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, sind für manche Menschen auf dieser Erde extrem grausam. Es sind alleine jedes Jahr Millionen, die verhungern. Die Klimakatastrophe bedroht Existenzen und die Finanzkrise hat unter anderem in Europa zur Folge, dass im Süden Europas jetzt 40% Jugendarbeitslosigkeit herrscht. Und jeder, der sich mit der Entwicklung junger Menschen beschäftigt, weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn es nach der Ausbildung keinen Anschluss gibt, wenn man nicht in das System kommt, weil dann die erlernten Qualifikationen sehr schnell verloren gehen und man nach einigen Jahren gar nicht mehr auf dem Niveau beschäftigbar ist, für das man ausgebildet wurde. Das heißt, teilweise sind die Schäden, die da entstehen, irreparabel. Und das, was den jungen Menschen bei uns in dieser Form noch nicht droht, haben wir jetzt in Europa für Tausende und Tausende und Tausende junge Leute bereits als Realität. Also man muss sich darüber im Klaren sein, der Erfolg ist zwar großartig, aber er hat eine andere Seite. Ich illustriere das mal an einem Beispiel. Wenn Sie ins 17. Jahrhundert gehen, dann gab es in Europa Hunger. Damals gab es nur 700 Millionen Menschen, das war ein Zehntel der heutigen Weltbevölkerung, ein Zehntel. 50% der arbeitsfähigen Bevölkerung Europas arbeitete in der Landwirtschaft. Es gab regelmäßig Hunger in Europa. Es gab sogar Hunger in Oberbayern. Ja, die Bayern jetzt vielleicht Probleme haben zuzugeben, dass das bei ihnen auch gab. Aber ja, es gab in Oberbayern Hunger, es gab in Tirol Hunger, es gab auf der Schwäbischen Alb Hunger, es gab in Ostfriesland Hunger. Hunger war ein normales Phänomen in Europa. Heute haben wir 10-mal so viele Menschen. Bei uns arbeiten noch 3% der arbeitsfähigen Bevölkerung in der Landwirtschaft. Bei uns hat jetzt keiner mehr Hunger. Na, sagen wir mal, bis auf Prada-Premium-Frauen in dem Versuch, unter 50 Kilo zu kommen. Ja, aber sagen wir mal, von dieser selbstgewählten Orientierung abgesehen, muss bei uns keiner hungern. Wir haben eher das Problem, dass eine Menge Leute froh wären, es wäre weniger. Wir haben mittlerweile eine Nahrungsmittelproduktion, die würde reichen, 13 Milliarden Menschen auf dem Globus zu ernähren. Da wir nur 7 Milliarden sind, kann man sich fragen, warum so viele verhungern, obwohl wir für 13 Milliarden Menschen Nahrung hätten. Wer sich damit vertieft beschäftigt, stößt darauf, dass etwa die Hälfte der von uns produzierten Nahrung in Großvieheinheiten landet, unter anderem in 1,3 Milliarden Rinder. Ich oute mich jetzt hier als Freund von Philly-Steak vom Angus-Rind, aber ich weise trotzdem darauf hin, 1,3 Milliarden Rinder bedeutet vom Gewicht her mehr als das Doppelte des Gesamtgewichts der Menschheit. Also vom Gewicht her sind jetzt die Rinder die erfolgreichste Säugetierspezies aller Zeiten. Ja? Das sind sie nicht wegen ihrem Gehirn, sondern wegen der Universität. Ja? Also die Universität hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Rinder die erfolgreichste Spezies auf diesem Globus sind.
Aber das heißt auf der anderen Seite, dass wir im Sinne eines Rückkopplungseffekts das Potenzial unserer Fähigkeit zur Produktion von genügend Nahrung zur Ernährung aller Menschen nicht übersetzt haben in die Durchsetzung des Menschenrechts auf Ernährung, sondern wir haben zugelassen, dass sich unter unseren Marktbedingungen daraus eine Konstellation ergibt, in der die einen extrem viel Fleisch essen und die anderen verhungern. Und das Thema ist eben gar nicht das Thema der Fähigkeit, genügend Nahrung zu produzieren. Das eigentliche Thema ist das Thema von genügend Kaufkraft für jeden. Und auf diesem Globus hat eben nicht jeder genügend Kaufkraft. Und wenn die Kaufkraft nicht da ist, hilft es nichts, wenn die Nahrung da ist, weil man sie dann eben nicht kaufen kann. Es würde übrigens auch nichts nützen, wenn wir einfach weniger Fleisch essen, weil dann würde schlicht weniger produziert. Wir müssten weniger Fleisch essen und Kaufkraft transferieren, sodass die, die nichts zu essen haben, so viel Kaufkraft hätten, dass sie sich so viel kaufen könnten, dass sie nicht verhungern. Und dann würde so viel produziert, dass wir von dem Rest des Geldes das Fleisch kaufen könnten und die anderen sich kaufen könnten, was sie brauchten, um nicht zu verhungern. So, das ist jetzt ein wirtschaftswissenschaftlicher Exkurs. Und der zeigt uns, dass diese Themen alle extrem viel mit Wirtschaftswissenschaft zu tun haben oder mit der Frage, wie wir im weitesten Sinne unsere Wertschöpfungsprozesse organisieren. Es hat viel damit zu tun, wie wir unsere Innovationsprozesse organisieren. Und letzten Endes geht es um einen Effekt, den ein berühmter Ingenieur identifiziert hat. Dieser Ingenieur heißt Jack Nyring und er hat den sogenannten Bumerang-Effekt identifiziert, den Rebound. Nun, worin besteht der Rebound? Der Rebound besteht darin, dass die Menschen in Reaktion auf die Defizite, mit denen sie konfrontiert sind, sich immer etwas einfallen lassen und da sind wir gut drin. Und man kann sagen, im Zweifelsfall hast du ein Problem, hol dir einen Ingenieur. Und wenn sie dann noch ein paar gute Unis haben, dann bringen sie gute Ingenieure hervor und die lösen dann das Problem. Das einzige Problem ist, dass wenn die Ingenieure das Problem gelöst haben, haben wir anschließend ein neues Problem und das ist größer als das alte. Das stört den Ingenieur aber überhaupt nicht. Er macht sich unverdrossen an die Arbeit, er wird sofort dieses Problem lösen. Und wir haben anschließend ein noch größeres, aber das stört ihn auch nicht, das wird er genauso unverdrossen in Angriff nehmen. Also der Bumerang-Effekt ist das eigentliche Problem und dieser Bumerang-Effekt verweist auf den Menschen und der Mensch ist eben ein ziemlich kompliziertes Wesen und zum Wesen des Menschen gehört insbesondere, dass er offenbar unbegrenzt konsumfähig ist. Ja, das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass wir das sind. Und wenn Sie jemanden fragen würden, kannst du deine tägliche Joggingleistung verdoppeln, würde nicht unbedingt jeder sagen, ja, bis auf die, die gar nicht laufen. Ja, aber alle anderen wären vorsichtig mit Verdopplung. Und insbesondere nach mehreren Verdopplungen wären sie umso vorsichtiger mit weiteren Verdopplungen. Das gilt aber zum Beispiel nicht beim Gehalt. Wenn Sie jemanden fragen, ob er sich die Verdopplung seines Gehalts zutraut, werden Sie Probleme haben, jemanden zu finden, der sich das nicht zutraut. Das Interessante ist nur, dass sich nach jeder Verdopplung relativ schnell die Situation einstellt, dass Sie genauso dringend eine Verdopplung brauchen wie vorher. Insbesondere in der modernen Welt bedeuten sehr viele Verdopplungen, dass sie sehr interessant für viele andere werden, was zum Beispiel im Bereich der Liebe zur Folge hat, dass sie von einem Phänomen, ich sage mal stabiler Monogamie, in das Phänomen der sequentiellen Variante wechseln. Also das ist dann sequentiell monogam, was aber bei entsprechendem ökonomischen Erfolg enorme Kosten der Rückabwicklung der Vergangenheit induziert. Und man kann an diesem Beispiel sehr gut erkennen, dass Sie ein Phänomen haben, sozusagen der Erfolg frisst seine Kinder. Das heißt, wenn man die Probleme auf dem Globus wirklich in den Griff bekommen will, dann muss man nicht nur das Neue hervorbringen, die Engineering-Seite der Lösung,
sondern man muss insbesondere auch absolute Grenzen durchsetzen. Das ist klassischerweise die Aufgabe einer Zivilisation, dass sie über eine vernünftige Governance absolute Grenzen durchsetzt. Und wir müssen auf diesem Globus absolute Grenzen der Flächennutzung, der Ressourcennutzung, der Belastung der Atmosphäre mit Klimagasen und so weiter durchsetzen. Das ist nicht einfach, denn mathematisch betrachtet kommt man in eine spieltheoretische Problematik unterschiedlicher Interessenlagen. Der Konflikt ist vom Typ eines sogenannten Gefangenendilemma, und notwendig wäre eine Governance, die diese Gefangenendilemma überwindet. Das ist klassischerweise die Aufgabe der Politik, und wir sind da ganz gut auf der Ebene nationaler Politik. Wir sind bis zum Nationalstaat über die letzten Jahrhunderte in dieser Frage vorangekommen, und wir haben in der Demokratie die bisher beste Struktur, das im gemeinwohlorientierten Sinne zu adressieren. Das Problem ist nur, dass die Prozesse der letzten 30 Jahre zu einer Globalisierung des Ökonomischen geführt haben, in dessen Folge die nationale Demokratie nicht länger in der Lage ist, den Prozess adäquat zu regulieren. Man nennt das das Trilemma der Globalisierung. Und dieses Trilemma bedeutet im Wesentlichen, dass man von drei Dingen, die man gerne hätte, höchstens zwei haben kann. Und das eine ist die ökonomische Globalisierung, das andere ist die nationale Souveränität und das dritte ist die Demokratie. Man kann die Demokratie nicht haben als wirklich funktionsfähige Struktur, wenn man sich ökonomisch im Wesentlichen in einem supranationalen Kontext bewegt. Die Griechen mussten das lernen, weil ein Land, das bei Ausländern verschuldet ist, kann diese Verschuldungsfrage nicht innerhalb seiner eigenen Demokratie lösen. Die Deutschen werden noch lernen, dass sie für ihre Energiewende sehr viel Geld an Vattenfall und andere zahlen müssen. Und das wird nicht vor deutschen Gerichten entschieden, sondern vor dem Schiedsgericht der WTO. Vattenfall als ausländischer Konzern hat dieses Schiedsgericht in New York bereits angerufen, und letzten Endes fällt dieses Thema unter das Investitionsschutzabkommen der WTO. Das ist ein supranationales Thema wie die Strukturen des Weltfinanzsystems, und weil das alles so ist, kann die nationale Demokratie all diese Probleme nicht mehr lösen. Der finale Punkt der nationalen Demokratie, der war zu erkennen, als die Griechen auf den merkwürdigen Gedanken kamen, sie könnten darüber abstimmen, ob sie unsere Hilfe annehmen. Da wurden aber alle nervös, ob der Möglichkeit, dass die abstimmen. Die Kanzlerin hätte gesagt, was wollen die abstimmen, das ist doch alles alternativlos. Ja, das ist alles alternativlos, und spätestens nach der Abstimmung hätte man auch gemerkt, dass es alternativlos ist. Aber vielleicht hätten dann auch viele gemerkt, dass es nicht mehr viel gibt, was die deutsche Regierung noch tun kann. Wobei die deutsche Regierung Probleme hat, uns zu erklären, dass sie nicht viel tun kann, weil dann die Frage wäre, warum wir sie noch wählen. Manche wählen jetzt auch schon Leute, die erklärt haben, dass sie sowieso nichts tun können, weil es ihnen irgendwie lieber ist, einen zu wählen, der gleich erklärt, dass er nichts tun kann, als einen zu wählen, der noch so tut, als könnte er was tun, während man sowieso nichts tun kann. Also ich versuche damit klarzumachen, man kann darüber lachen, dahinter steckt natürlich eine unheimliche Grausamkeit, wenn man sich eine Demokratie erarbeitet hat, um in dieser Demokratie die Probleme zu lösen, die man hat, und man kann dann die wesentlichen Probleme nicht mehr lösen. Nun, ich verweise jetzt in diesem Kontext als ein letztes Thema, das die Universitäten sehr zentral betrifft, auf die Wirtschaftswissenschaften und ihre Rolle auch im Kontext der letzten großen Finanzkrise. Ich könnte jetzt einen prominenten deutschen Wirtschaftswissenschaftler zitieren, der sagt, die Modelle, die wir da rechnen, das sind ja sowieso nur Mickey-Maus-Modelle. Also ich stelle mir gerade mal vor, in der Mathematik würden wir erklären, was wir da so machen, das sind Mickey-Maus-Aufgaben. Also wir haben Mickey-Maus-Modelle. Und mit diesen Mickey-Maus-Modellen begründen wir eine Philosophie, die so tut, als würde der Markt die Dinge regeln.
Und als hätte der Markt eine genuine eigene Kompetenz, die Dinge besser zu regeln, als wir kollektiv in Diskussion miteinander im politischen Umfeld würden die Dinge regeln können. Der Markt weiß Bescheid, alternativlos. Nun, dahinter steckt eine Philosophie, die ist von Interessen getrieben. Es ist eine Philosophie, die nicht will, dass wir verstehen, dass der Markt zwei Seiten hat. Der Markt hat den Wettbewerb als Suchalgorithmus mathematisch betrachtet, aber er hat die Regeln zur Definition des Raumes, in dem gesucht wird. Wir leben im Paradigma einer sozialen Marktwirtschaft hoher ökologischer Orientierung. Die Politik setzt soziale und ökologische Grenzen für das Geschehen im Markt. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Sport. Sie haben exzellente Leistungen im Handball, wie im Volleyball, wie im Fußball, wie bei Thai-Boxen. Und Sie haben das bei Beachvolleyball nicht anders, als wenn Sie beispielsweise Basketball spielen. Warum? Wettbewerb. Aber ob Thai-Boxen rauskommt oder Fußball, ob Handball rauskommt oder Mountainbiken, das hat nichts mit Wettbewerb zu tun und nur mit Regeln. Und unter Regeln des Mountainbikings kommt Mountainbiking raus und unter Regeln des Fußballs kommt Fußball raus. Und eine kleine Nebenbemerkung, würden Sie die Abseitsregel im Fußball abschaffen, hätten Sie einen anderen Sport und mit diesem anderen Sport verbunden auch eine andere Durchschnittsintelligenz der Spieler. Ja, also die Abseitsregel ist ein unglaublicher Challenge für das Gehirn und steigert die mittlere Performance erheblich. Aber der Punkt ist, das hat nichts mit Wettbewerb zu tun, es hat nur mit Regelsetzung zu tun. Es ist aber besonders interessant, wenn Sie in der Lage sind, die Regeln so zu setzen, dass die Regeln zu Ihrem Vorteil gesetzt sind und Sie den anderen aber mitteilen, es wäre gar nichts zu setzen. Und ich empfehle Ihnen in diesem Kontext das Buch des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften, Stiglitz. Das Buch gibt es auf Deutsch seit ein paar Wochen, Der Preis der Ungleichheit. Und Stiglitz beschreibt dort sehr schön, wie wir von einer bestimmten Kategorie von Akteuren des Ökonomischen ausgeplündert werden. Die Finanzkrise ist ein Teil davon. Und dass insbesondere die Manipulation von Begriffen und Vorstellungen, wesentlich getriggert durch Spin-Doctors, ein wesentlicher Teil eines gesellschaftlichen Prozesses ist, in dem die heutige Wirklichkeit konstituiert wird. Also er beschreibt zum Beispiel sehr schön, wie es einer bestimmten Koalition von privaten Premium-Universitäten und dem Finanzsektor gelungen ist, im Insolvenzrecht der USA für Studenten mit Studentenkrediten die Sonderregel durchzusetzen, dass man zwar in Privatinsolvenz so ziemlich jede Schuld los wird, aber nicht die Schuld eines Studentenkredits. Und dass die Regeln jetzt so sind, dass jemand, der einen solchen Kredit hat und nicht zurückzahlen kann, im Wesentlichen für den Rest seines Lebens wie ein Leibeigener ein Viertel seines Einkommens abführen muss an die, die ihm diesen Kredit zur Verfügung gestellt haben, wobei insbesondere mit dieser Konstruktion verbunden ist, dass die Premium-Universitäten keinen Druck mehr haben, die Studenten so auszubilden, dass sie anschließend mit dieser Ausbildung eine Stelle finden, bei der sie so viel Geld verdienen, dass sie davon den Kredit zurückbezahlen könnten. Das ist insbesondere insofern interessant, als es Teil der Propaganda ist, immer so zu tun, als würde der, der die Stelle nicht findet, jemand sein, der nicht leistungsfähig genug im Markt ist, sodass er aufgrund eigenen Versagens nicht die Stelle findet, auf der er das Geld verdienen würde, mit der er den Kredit zurückbezahlt. In Wirklichkeit ist es aber ein System, das gar nicht die nötige Anzahl Stellen hervorbringt, mit denen man den Kredit zurückzahlen könnte, sodass der Versuch, eine dieser Stellen zu bekommen, vom Charakter der Reise nach Jerusalem ist. 20 Leute marschieren um 10 Stühle, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik aufhört, muss man sich setzen. Aber jeder weiß, das ist das Schubladenprinzip aus der Mathematik, wenn Sie 10 Stühle haben und 20 Leute, werden 10 Leute keinen Stuhl finden.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass diese 10 Leute nicht gut genug wären für einen Stuhl. Es hat damit zu tun, dass es den Stuhl nicht gibt. Ich nehme dann immer gerne als Vergleich den Pokalfußball, weil im Pokalfußball gibt es immer einen Gewinner. Aber egal wie gut sie alle sind, gibt es trotzdem nur einen Gewinner. Aber noch interessanter ist, egal wie schlecht sie alle sind, gibt es trotzdem einen Gewinner. Es gehört zum Design des Spiels, dass es immer einen Gewinner gibt, aber es gibt auch eine Tendenz zu versuchen, den anderen vorzuwerfen, sie wären schuld, weil sie nicht der Gewinner sind. Ich komme damit zum letzten Punkt, bevor ich dann noch versuche, was Optimistisches zu sagen. Dieser letzte Punkt hat damit zu tun, dass dieses Denken, wir müssten sozusagen immer gucken, wer ist der Gewinner, insbesondere auch eine beliebte Struktur ist, wenn man für das, was man eigentlich tun müsste, nicht das nötige Geld hat. Dann ist sehr beliebt, bei den meisten von dem wenigen Geld noch was wegzunehmen, damit man dann ein kleines Volumen hat für Exzellenz, und dann hetzt man alle in Exzellenz, und die paar, die exzellent sind, kriegen dann das zusätzliche Volumen, was kaschiert, dass insgesamt weniger Volumen da ist als vorher. Man hat dann einen Schuldigen, wobei insbesondere, wenn man das einmal gemacht hat, sich eine Situation ergibt, in der die, die dann exzellent sind, auch der Meinung sind, dass das alles so in Ordnung ist, weshalb es keine Solidarität mehr gibt zwischen den dann Exzellenten und den Nicht-Exzellenten gegen eine perverse Struktur, die so ist, wie sie ist. So exzellent zu werden und so werden zu können, bedeutet dann, dass man sich in unsägliche Antragskonstrukte stürzen muss und dass man das mit Zertifizierungen der Sonderklasse verbirgt, sodass wir zum Schluss eine Situation haben, wo immer mehr Leute um immer weniger Geld ringend immer mehr von ihrer Zeit damit verbringen, Anträge zu schreiben, die dann sowieso nicht genehmigt werden und sich dann dauernd noch von irgendeinem zertifizieren lassen, um zu bestätigen, dass sie das sind, was sie sowieso nicht sind. Die sind dann alle gut beschäftigt, aber für das eigentliche Thema sind dann keine Ressourcen mehr da. Und ich habe ja eben gesagt, was das eigentliche Thema ist. Das war Einstein im Patentamt in Bern. Das hat noch eine Zusatzdimension, und für die zitiere ich George Soros, den erfolgreichsten Finanzjongleur aller Zeiten, zugleich ein exzellenter Mathematiker, ein ungarischer Mathematiker, der sich ständig gegen die Absurdität eines marktradikalen Systems wendet, im Besonderen, weil ein wesentliches Thema wissenschaftlich fundamentaler Art, das ihn umtreibt, der tiefere Grund dafür ist, dass man in den entsprechenden Disziplinen eine finale Wahrheit sowieso nicht finden kann. Und der Punkt, den er thematisiert, das ist die Selbstreferenzialität der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das ist jetzt eine Abgrenzung zu den Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften studieren die Natur. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften studieren den Menschen in Interaktion mit anderen Menschen. Das Problem ist, dass unsere Interaktionen und unsere Erkenntnisse verändern, wie wir sind. Also mit anderen Worten, ist der Geist aus der Flasche, ist es nicht mehr wie vorher. Das heißt, das Experiment ist nicht wiederholbar. Man kennt dieses Phänomen in der Naturwissenschaft, wenn man auf die allerunterste Ebene geht mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Wir können dann auch in den Naturwissenschaften nicht gleichzeitig Ort und Impuls feststellen. Aber Soros beschäftigt sich mit den Wirtschaftswissenschaften und den Finanzmärkten, und er sagt, wenn jemand wie ich einen neuen Trick über die Finanzmärkte verstanden hat, dann haben die anderen es auch verstanden, insbesondere weil sie dann immer machen, was ich mache, weshalb dann der Finanzmarkt nicht mehr der Finanzmarkt von vorher ist, was übrigens auch der Grund ist, warum die Vorstellung einer Gleichgewichtsstruktur im Finanzmarkt schon in sich absurd ist, weil dieser Markt ist getrieben von Akteuren, die darauf spekulieren, was sie glauben, was der andere spekuliert. Das ist hochgradig chaotisch. Wir müssen sozusagen mit chaotischen Strukturen rechnen und nicht mit Gleichgewichtsstrukturen.
Und wenn man eben alle diese Überlegungen hier zusammenführt, dann ist vollkommen klar, warum zum Beispiel eine Struktur, die dauernd versucht, menschliche Leistung zu messen, schon deshalb scheitert, weil der Mensch, verstehend, was gemessen wird, dauernd manipuliert, was an Zahlen rauskommt, damit immer das rauskommt, was gemessen wird. Also Sie brauchten nur die Performance-Indikatoren für Universitäten zu verändern. Sie würden sich wundern, es dauert keine 3 Wochen, dann haben die alle ihr Programm umgestellt und die würden jetzt plötzlich alle die neuen Indikatoren genauso befriedigen wie die alten, weil der Mensch unglaublich fantasievoll darin ist, das, was er getan hat, umzudeuten im Lichte neuer Anforderungen. Also wenn man das alles verstanden hat, dann wird man nicht glauben, dass zu viel Exzellenz und zu viel Anhäufung von Haufen, wo schon sehr viel ist, die Lösung für die Zukunft unserer intellektuellen Herausforderungen ist. Man wird auch nicht glauben, dass eine zu starke Betonung des Disziplinären, so von der Art, es wird immer spezieller und noch spezieller und zum Schluss hat jeder seinen privaten Schrebergarten, den er jetzt das ganze Leben lang verteidigt mit seinen Kriterien, dass uns das weiterbringt. Wenn uns etwas weiterbringt, dann ist es zurückzugehen zu den Verhältnissen, die mal am Anfang standen, als die Universitäten gegründet wurden. Das bedeutet, ein großes Vertrauen zu entwickeln in die Potenziale Einzelner. Auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass von der Finanzierung immer auch etwas bei dem einzelnen Forscher bleibt, der sich nicht notwendigerweise in irgendeine bürokratische Verbundstruktur irgendeines übergeordneten Themas einkoordinieren lassen will, weil er begriffen hat, dass die Koordinierung letzten Endes seine ganze Kapazität fressen wird, irgendetwas Vernünftiges zu tun. Eine Struktur, die insbesondere jungen Menschen Zeit gibt. Wir sind nicht auf der Welt als Bruttoinlandsvollstrecker, Bruttoinlandsproduktvollstrecker. Wir sind auch nicht auf der Welt, um möglichst schnell berufsfähig zu werden. Es ist ein Glück, wenn wir auf dieser Welt ein bisschen Zeit haben, unser Gehirn zu entfalten und uns mit schwierigen Fragen zu beschäftigen, in Breite auszuloten, was uns Freude macht und herauszufinden, wo wir einen Beitrag leisten können. Es ist mit der größte Vorzug von Hochschullehrern, dass sie Menschen helfen können, an schwierigen Fragen ihre Potenziale zu entwickeln. Und das bedeutet, dass man Zeit haben muss, sich auf diese Themen einzulassen und dass man auch Zeit haben muss, Irrwege zu gehen, weil wir eben erst im Nachhinein wissen, was richtig war und nicht im Vorhinein. Im Vorhinein haben wir exponentiell viele Wege. Wenn wir wissen, wie es war, ist es nur noch einer. Aber das ist eben hinterher und nicht vorher. Oder man kann auch so sagen, Grunderkenntnis der Entscheidungstheorie, was im Vorhinein richtig ist, kann auch im Nachhinein richtig sein, obwohl im Nachhinein etwas anders richtig gewesen wäre, wenn man es gewusst hätte. Das Problem ist nur in einer Welt, wo man erst im Nachhinein weiß, was man im Vorhinein nicht wissen kann, dass es absurd ist zu fordern, dass im Nachhinein der Erfolg kommt, der nur mit Sicherheit kommt, wenn man schon im Vorhinein wüsste, was im Nachhinein richtig ist. Diesen Gedanken hochzuhalten, das scheint mir in Universitäten ein ganz entscheidender Punkt zu sein. Ich gucke jetzt zu Ihnen. Herr Günther, Sie haben ja in jungen Jahren sehr, sehr viel erlebt auf dieser Welt und Sie haben viele Themen an vielen Stellen bearbeitet. Ich glaube, Sie haben zumindest ein Rüstzeug und eine Erfahrung, um das alles auch zu reflektieren. Mir ist völlig klar, dass Sie den Funktionsbedingungen einer modernen Universität voll genügen müssen. Und dass Sie sozusagen auf der Klaviatur jeder Art von Exzellenz, die hier erforderlich ist, auch immer die notwendigen Dokumente produzieren, klar. Aber meine Bitte ist sozusagen und auch meine Empfehlung, doppelt strategisch bei der Produktion geforderter Dokumente immer sehr geschickt die Freiräume für anderes zu eröffnen, die den Kern ausmachen von dem, was eine gute Universität ist, die potenziell einen Beitrag leistet zu den Problemen, die wir weltweit haben und sich nicht instrumentalisieren lässt für Interessen,
die in bestimmten Logiken durch ein Framing uns allen aufgezwungen wird. Also meine Hoffnung ist, dass Sie mit genügend viel Klugheit das Framing durchschauen, dem Framing bieten, was es verlangt, und dann undercover gegen das Framing die Alternativen hervorbringen. Gut, das war dann auch mein Versuch, optimistisch zu sein. Ich wünsche Ihnen mit diesem Bild verbunden alles, alles Gute für 2013. Viel Power, aber auch viel Sinnstiftung in einer schwierigen Welt. Vielen Dank.